Hallo? Dass es zu diesem Moment kommt, hätte ich nicht gedacht. Aber ich war jetzt gerade in meinem Zimmer und dachte mir so, ich habe irgendwie Bock zu vloggen. So, hi Leute, frohes neues Jahr. Wir haben März. Ja, ich bin irgendwie komplett rausgefallen von dem ganzen Vloggen. Muss ich ehrlich sagen, ich bin einfach komplett raus. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich wieder reinkommen soll. Ich habe das wirklich so regelmäßig gemacht, falls euch wundert, was da hängt. Das ist eine Wig von K-Factory. So, ja, nicht wundern. Anyways, und ich finde es so schade, weil ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. Also generell drehe ich halt sehr gerne Content und bin momentan auch sehr auf TikTok aktiv. Also, falls ihr mir folgen möchtet, ich heiße Sandra K. SandK95. Schreibe ich auch in die Infobox. Auf jeden Fall schminke ich mich jetzt gerade ab. Komme gerade von der Arbeit übrigens. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kam, glaube ich, aus Ghana zurück. Da kam auch der letzte Vlog, glaube ich. Nee, davor schon. Und ich war irgendwie raus. Like, ich brauchte auch irgendwie so eine Auszeit. Und das hat eigentlich gar nichts mit YouTube so zu tun gehabt. Ich mache es halt, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Es war einfach nur, ich hatte die Motivation komplett verloren. Komplett. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich da einfach komplett raus. Und ich weiß nicht, ob ich auch wieder reinkommen werde. Aber heute hatte ich Bock zu vloggen, so hey. Und ja, ich werde einfach mal die Woche durchvloggen und euch zeigen und euch updaten, was ist so, ne? Was jetzt über die letzten Monate passiert ist. So, ja. Hey Leute, wir haben den nächsten Tag und ich mache mich hier gerade fertig für Homeoffice und ich beginne meinen Tag immer mit Zähneputzen und meiner Skincare. So, ich benutze hier von Balea das Reinigungsgel. Ich liebe das. Es entfernt einfach alles im Gesicht und dann benutze ich von CeraVe das Reinigungsgel. Das ist wirklich mein Favorite. Das benutze ich jetzt schon seit Monaten, bestimmt schon seit einem Jahr. Und ich bin ehrlich, es gibt bisher kein Produkt, was ich besser fand. So, dann benutze ich von Ordinary meine Niacinamide. Ich kann nicht darauf verzichten. Auch auf die Salicylsäure ist wirklich mein Favorite. Und dann benutze ich noch von Believe diese Creme und Leute, die besteht aus Aloe Vera und ich liebe die Textur einfach und die Haut ist dadurch einfach so moisturized. So anyways, ich setze mich hier an meinen Schreibtisch und fange an zu arbeiten. Okay, ich habe bis gerade gearbeitet und werde mir jetzt was zu essen machen und ich bin gerade dabei auch mein iPad einzurichten. Ja, ich habe mir endlich ein iPad gegönnt, okay. Ich hatte vorher einen Laptop, einen HP-Laptop. Den habe ich schon seit Jahren. Es ist einfach so schlimm damit geworden. Ich kann einfach absolut nichts mehr auf diesen Laptop machen. Immer wenn ich es anmache, dauert es 10, 15 Minuten, bis es überhaupt angeht. Bis ich den Browser geöffnet habe, Leute. Vergeht eine Stunde oder so. Deswegen habe ich mir hier ein iPad Air geholt. Meine Freundin hat mir extra einen Stift gegeben. Ich wollte sogar einen bestellen. Da meinte sie, hey, ich habe einen da. Benutze jetzt erstmal übergangsweise den. Vielleicht hole ich mir noch einen besseren, mal schauen. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig praktisch damit. Okay, so sieht mein iPad aktuell aus. Das ist mein Wallpaper. Ich liebe es. Und die Hülle hier habe ich von Amazon. Ich finde die so gut. Ich hoffe, die wird halten. Das ist nämlich so eine Hülle, die magnetisch ist. Also das iPad liegt da magnetisch sozusagen drin. Und hier ist es auch magnetisch. Also ich weiß nicht, ob man das so sieht. Und das ist auch sehr fest, muss ich sagen. Ich hoffe, es hält. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie Erfahrungen mit solchen Cases? Let me know if it's good or bad, because like, ich hoffe, dieses Magnet hält. Ich habe auch Screen Protector. Den muss ich noch dran machen. Aber die Seiten sind ja offen bei mir. Weiß ich noch nicht. Weiß ich nicht, ob es wirklich die perfekte Hülle ist. Und ich bin jetzt gerade dabei, alles so aesthetically pleasing wie möglich zu gestalten. Ich liebe sowas. Ja, das so aesthetically schön aussehen zu lassen. So, ja, da bin ich jetzt gerade dabei. Ich habe jetzt hier die erste Seite, wo ich einfach mir auf Pinterest ein paar Hintergründe runtergeladen habe. Habe einfach nur in dem braunen Ton. Wer mich kennt, weiß, ich liebe braune Töne. Beige, braun, ich liebe es einfach. So, ich habe mir auf Pinterest einige Fotos rausgesucht, habe die gespeichert und habe die dann jetzt hier erstmal so zusammen
gelegt. Ich ändere auch alle Apps in diesem Ton hier. Ich muss es natürlich alles einzeln jetzt ändern, aber ich finde, es macht Spaß. Also es wird jetzt ein paar Stunden dauern, denke ich, aber es macht auf jeden Fall sehr Spaß. Ich liebe es. Und hier die Leiste will ich auch komplett ändern. So, da bin ich jetzt dabei, das zu machen. Ich werde mir aber erstmal was zu essen machen, because your girl is hungry, okay? Ich werde euch gleich mal zeigen. Okay, diese Toast, die ich jetzt gleich mache, Leute, sind einfach so lecker. Ich liebe ja den Tuna Cardo von Joe & Juice und ich versuche den immer so ein bisschen nachzumachen. So, für meinen selbst kreierten Tuna Cardo braucht ihr auf jeden Fall Thunfisch und ich habe hier einfach Thunfisch aus der Dose mit Sonnenblumenöl zusammen mit Remoulade gemixt und ich mache das auch ein bisschen warm in der Mikrowelle und dann hatte ich hier ein bisschen Avocado, die war auch schon richtig weich und ja, hatte schon braune Stellen, aber die war trotzdem noch gut und hat auch noch richtig gut geschmeckt. So, mein Brot, was ich benutze, ist von Kaufland. Das ist so eine Verpackung gewesen mit 4 Toastbroten drin. Ich liebe dieses Brot. Es ist perfekt für solche Toasts. Und dann habe ich einfach meinen Thunfisch draufgeschmiert und habe dann die Avocado drauf gemacht. Und eigentlich mache ich das immer so, dass ich die Avocado vorher in einem Becher zusammenmixe und dann die Gewürze reinmache. Aber ich hatte absolut keinen Bock. So, ihr seht mir hier schon, wie ich die Gewürze gerade drauf mache. Ich habe Chili benutzt, Knoblauchpulver, Tomatensalz und Basilikum benutzt. Und dann habe ich noch Mozzarella hier drauf gemacht. Habe es noch ein bisschen nachgewürzt mit Chili. Ich liebe Chili auf den Tuna Cardo und dann habe ich einfach Pesto vergessen. Wie kann man Pesto vergessen? Das ist ein Bestandteil von Tuna Cardo. Ich habe es auf jeden Fall noch danach drauf gemacht und dann habe ich schon in meinem zweiten Toast angefangen. Ich habe dann den Rest von meiner Avocado drauf geschmiert, habe das dann mit Zitrone so ein bisschen beträufelt, okay, und habe dann wieder dieselben Gewürze benutzt, Tomatensalz und Knoblauch auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, dann habe ich hier eine Scheibe Lachs noch gehabt. Da habe ich ein bisschen Senf noch drauf geschmiert und habe auch ein bisschen Petersilie, glaube ich, benutzt, weil ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. So, ja, das ist mein zweiter Toast. Und Leute, das ist einfach so lecker und macht einfach richtig satt. Taste Test. So. Lecker. I need to take a picture. So, ich werde mir jetzt irgendwas auf YouTube dabei angucken. Und werde essen und dann sehen wir uns später wieder. I'm feeling vibes on vibes. I'm picking dynamite. I blow your gun to light. You know I'm just that vibe. No, them not be kill my vibe. Them not be kill my vibe. Them not be kill. Them not be kill. Them not be kill my wise man said. All of the stars that you shall find a piece of advice. If you hit your enemies, enemies shine. If you're not a friend of me, enter the light. Cause you can never kill my vibe. Cause yeah, with no sacrifice. Leute, finally, I am done, okay? Ich kann nicht mehr, aber es hat so Spaß gemacht, Leute. Also, so sieht jetzt mein Hintergrund aus. Also, ich liebe es. Ich werde es bestimmt öfter ändern, aber so wie es jetzt gerade aussieht, liebe ich es. I just love it. Und das, so sieht meine zweite Seite aus. Und das Ganze habe ich einfach nur mit Shortcuts, also hier mit den Kurzbefehlen von Apple, einfach nur gemacht. Hier sind alle meine Kurzbefehle und ich hatte dann halt vorher Bilder aus Pinterest heruntergeladen und dann kann man hier unter den Kurzbefehlen das einfach verknüpfen und ja, ganz easy. Ich werde mir jetzt was zu essen machen und dann einfach nur entspannen. Ich muss eigentlich noch eine Wig fertig machen, aber girl, I'm dead, so wir sehen uns später. Hi Leute, wir haben Samstag, es ist Wochenende. Und ich habe mir hier ein Juice gemacht. Ich habe mir einen Safter geholt und mache immer verschiedene Juices und ich liebe es, Leute. Ich bin so ein Mensch, ich esse nicht so viel Früchte, auch nicht so viel Gemüse, also eher Gemüse als Früchte. Und ich habe irgendwann gesagt, es geht halt nicht mehr, ich muss einfach meine Vitamine zu mir nehmen. Ich bin nicht so ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln oder diese Supplements. Deswegen dachte ich mir, ich hole mir einen Entsafter von Philips. Ich kann euch den mal schnell zeigen. Das ist hier zum Beispiel eins, da ist, ist Gurke drin, da ist Spinat drin, da ist Apfel drin, was haben wir noch, Ingwer ist da drin und ein bisschen Sellerie und ein bisschen Olivenöl habe ich auch reingemacht.
Ich habe einfach so ein bisschen rumgegoogelt, habe geguckt, was so, ne, was es für Säfte gibt. Und ja, ich liebe es. Ich mache es schon seit einigen Monaten. Also wenn ich schon keine Früchte esse, dann kann ich die auch trinken. So, anyways, ich werde jetzt was zu essen machen. Ich habe Hunger. Ich habe hier schon mein Fleisch aus der Tiefkühl rausgeholt. Leute, ich habe noch ein bisschen Parmesan drüber gesprinkelt. Und ja, das ist mein Essen. Das werde ich mir jetzt gönnen. So, wir sehen uns morgen. Wir haben mittlerweile Montag. Wir hatten schon Ostern. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Ich finde einfach, man kann so gut entspannen und sich auf andere Dinge konzentrieren. Man kann wirklich relaxen. Wenn man immer viel zu tun hat, kann man einfach chillen, liegen. Man kann sich aber auch auf andere Sachen konzentrieren, die man so wegen der Arbeit oder weil man immer beschäftigt ist, nicht geschafft hat oder immer verschoben hat. Und ja, so, ich konnte auf jeden Fall die Tage sehr gut entspannen. So, heute ist Montag, es ist am Regnen. Ich höre mich ein bisschen verschnupft an, weil diese Allergiezeit wieder angefangen hat. Und ich muss sagen, eigentlich fängt meine Allergie immer schon so Ende Februar an. Und ich dachte mir so, wow, ich komme, glaube ich, dieses Jahr gut durch. Es ist noch nicht so krass wie sonst. Ja, aber es fängt an. Ich benutze keine Tabletten, nichts, weil ich habe schon alles durch. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich werde jedes Jahr diese Symptome haben. Ich lasse es einfach über mich ergehen. So im Gegensatz zu meiner Mutter, sie hat wirklich sehr, sehr, sehr starke Symptome. Bei mir, ich habe es wirklich so Ende Februar bis so Mai, Anfang Mai so circa. Also den ganzen Sommer bin ich komplett befreit, Gott sei Dank. Also wenigstens kann ich den Sommer genießen, obwohl wir hier sowieso keinen Sommer haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und was ich immer benutze, ist Bepanthen. Weil bei mir ist das Problem, dass meine Nase juckt, mein Hals, also mein Rachen juckt, meine Ohren jucken. Am schlimmsten ist wirklich die Nase bei mir. Die Nase juckt des Todes. Und damit ich halt einfach keine Wunden habe, weil ganz oft habe ich einfach Wunden in den Nasen, weil ich halt so viel kratze, so viel rumreibe, dann benutze ich vorbeugend einfach Bepanthen, um einfach, ne, die Haut nicht anzugreifen. Den komme ich vielleicht auch ganz gut durch. Ich weiß es nicht, weil ich finde, Bepanthen beruhigt auch die Haut. Und ja, es wird trotzdem jucken, aber es juckt nicht so krass. So, ne? Anyways, ich mache mich auf jeden Fall fertig, weil wir jetzt was essen gehen. Ich habe noch nicht so richtig Hunger irgendwie, weil ich gestern Abend richtig spät noch was bestellt habe. Beziehungsweise eigentlich habe ich gar nicht so spät bestellt. Ich habe 2 Stunden auf mein Essen gewartet. 2 Stunden? Fast 2 Stunden. Weil die irgendwie total überfordert waren und alles. Ich hatte aber so Bock auf Pizza. Ja, und dann kam es irgendwann um, ich weiß gar nicht wie viel Uhr, auf jeden Fall sehr spät erst an. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie gar keinen Hunger. Aber wir gehen essen. So, wir machen uns jetzt zusammen fertig. Ich werde jetzt hier meine Wig installieren. Werde dann ein Basic Make-up machen und Outfit raussuchen. Zeige ich euch alles. Ich benutze neuerdings von Eben dieses Hairspray. Und ich bin verliebt. Ich habe ja immer Got2b benutzt. Immer. Und bin jetzt erst hier drauf gekommen und ich muss sagen, die Wigs halten so gut. Und ich werde heute, ich habe hier eigentlich von Fantasia dieses Hold Spray und eigentlich war ich davon nicht so begeistert. Weil immer, wenn ich das benutzt habe, ist die Lace trotzdem nach einer Zeit abgegangen. Aber ich habe in einem Video erfahren, dass ich wahrscheinlich zu viel benutzt habe. Also ich habe auch wirklich richtig drauf gesprüht, weil ich dachte, es ist halt ein Melting Spray, aber es ist, I don't know, was das ist. Super Whole Spritz Hairspray, ja. Ich dachte einfach, es hält damit richtig gut. Ich werde einfach nur ganz wenig an der Hairline, also an diesem Rand dran machen. Und dann gucken, wie es hält heute. Also das werde ich heute zusammen benutzen. Und so, ja, ich würde mal sagen, let's start with the hair. Okay,
Leute, ich konnte euch leider nicht mehr das Outfit zeigen, weil ich natürlich wie immer unter Zeitdruck war. Aber ja, ich bin auf dem Weg. Es ist einfach so voll hier. Es ist Montag. Es ist einfach so voll auf den Straßen. Aber ja, ich würde mal sagen, Leute, wir sehen uns, wenn wir im Restaurant sind. Das schmeckt auf jeden Fall nach Schwein. Wirklich, schmeckt nicht so. Das schmeckt quasi wie eine Schweinefleisch. So fast so gut. Ey, ist scharf, oder? Mac and Cheese, oh. Mac and Cheese ist gut. Cheese, aber ist gut. Also, sehr käsig, ne? Aber ich hätte nicht erwartet. Ist Englisch. Hast du auch Apple Crumble? Mhm. Lass mal Apple Crumble probieren, bitte. Wir probieren jetzt Apple Crumble. Voll süß. Boah. Sehr süß. Sehr, sehr lecker. Nein, danke. Schon sehr süß. Jetzt probiere ich die Pancakes. Boah, die Pancakes sind ein bisschen weich. Das ist toll, das ist. Was? Das ist nicht so das normale. Boah, ne, die Pancakes schmecken gar nicht. Ne? Probier jetzt mal ein Pancake. Oder liegt das an dem Eis? Diese Konsistenz davon, oder? Bei hier, bei der Rosine. Geht, ne? Schmeckt. Bei mir schmeckt. Ich finde, die sind ein bisschen zu fluffig, oder? Ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Was sagst du? Ja, ich finde auch, das schmeckt voll. Wir haben jetzt gegessen. Hi, Reader. So, Rating. Was würdet ihr sagen? Wir waren übrigens im, wie ist das jetzt? Factory in Bottrop. Genau, Factory in Bottrop. Da gibt es einen, also das ist halt so ein All You Can Eat. Was ist das für eine Küche? Alles? Das ist so ein Mix aus Ami und Deutsch. Amerikanisch, und deutsches Essen. Mexikanisch. Mexikanisch? Mehr, ja, die Tacos da, Burritos und sowas. Afrikanisch? Amerikanisch. Ach so, also mexikanisch. Mexikanisch meinst du, genau. Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall rappelvoll. Wir sind voll. Das kostet voll. Pro Person 40 Euro. 36, glaube ich. 36 Euro. Getränke sind extra. Mhm. Für den Preis, muss ich sagen, lohnt sich das eigentlich eher nicht so. Ich finde auch gar nicht. Weil man ist nach einem zweiten Teller ist man schon komplett satt. Eigentlich so, kann man sagen. Und ich finde, also ich persönlich finde, es schaut erstmal alles besser aus, als es ist. Die erste Runde, wir waren so, oh mein Gott, was? Voll excited. Apple Crumble, Fleisch, alles war da. Wir dachten so, wow. Mhm. Dann nach dem ersten Teller, wir so, boah, irgendwie, das sah alles noch so fleischig aus. Ja, ja. Aber, also ich, von einer 1 bis einer 10, gebe ich eine 3. Eine 3? Voll. Von 1 bis 10, 10 ist das Beste, eine 3. Eine 3. Wow, okay, das ist krass. Also was ganz hast du, ehrlich. Farida? Also ich würde sagen, das ist so eine 7. Ja, hätte ich jetzt auch also gesagt. Also so geil ist es jetzt nicht. Es ist nicht so geil, also so, man kommt da rein und denkt sich so, boah, geil. Ja, aber irgendwie die Location ist auch ein bisschen komisch. Ja, voll. Ja, das so. Ist auch alles überfüllt. Ja, und es alles ist überfüllt und ich finde auch, weil man macht halt den Teller halt immer voll und dann kommst du am Platz an und dann ist alles wieder kalt. Ja, voll, so. Weil das Essen ist auch nicht wirklich heiß. Das Essen ist auch nicht richtig heiß. Und ich finde, das schwimmt alles so in Soßen. Ja. Also ich finde, egal was, ob Gemüse, ey, sogar Currywurst, das war Soße mit Currywurst, Alter. Ihre Currywurst war am Tropfen am Ende. Ja. Man konnte gar nicht vermeiden, diese Soßen mitzunehmen. Ja, Apple deswegen. Crumble musste Apple Crumble, ich hatte so Hoffnung dafür. Ja. Ich war so, Apple Crumble! Pancake war fluffig Pancake, im Wasser. Ja. Drin. Ja. Pancake war zu fluffig. Woher gibt man die 7? Warum gibt ihr die 7? Verstehe ich gerade. Ja, nicht. Ja, aber die Idee. Idee die und es hat schon geschmeckt. Okay, dann gib mal 7 Punkte, die gut waren. Also. Die Auswahl? Ja. Sehr große Auswahl. Okay. Man hat das Essen vor sich gesehen, wie die es gebraten haben, zugebereitet. Genau, das war auch ja geil. Beim Fleisch. Das war bei ja, dem Fleisch. Fleisch. Also, ja du konntest deinen Burger selber erstellen. So. Ja, man konnte. Ja! Ich habe den Burger gegessen, der hat scheiße geschmeckt. Ja, ich hab den aber Burger hast du dir einen selbstgemachten Burger auch gemacht? Nein, aber das Fleisch war richtig. Also ich muss echt sagen, das Fleisch, das war so Crispy Chicken. Ja. Das war so richtig hart. So. Ja, das Ding ist, es ist halt nicht richtig heiß und frisch. Ja.
Und deswegen, wenn du am Platz ankommst, ist auch richtig groß. Also bis du beim Platz bist, ist alles schon kalt geworden. Ja, also ich bleib immer noch bei meiner 3. Ja, 3 finde ich übertrieben, weil eigentlich ist es ganz cool, die Idee. Yeah. 7, ich würde, ja, 7, 6 so, 6, 7. Und auch, ich glaube, da läuft auch keine Musik oder so, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, aber es ist mir jetzt auch alles zu viel Schweinefleisch, wenn ich ja, sehr auch, viel ich Schweinefleisch. Mit Schwein habe, ja. Aber du siehst wirklich da an jedem zweiten Ding hier Schweine, Schwein. Schweinebraten, Schweinefilet, ey, keine Ahnung, alles Schwein. Das war wirklich alles mit Schwein. Das stinkt ja schon nach Schwein da drin. Ja, das war schon. Deswegen, also ich bleib bei meiner 3. Die 3 kriegen die wegen den Waffeln am Stiel, die waren lecker. Oh, die waren wirklich, aber ja, die waren lecker. Ja, die waren und, lecker. Wegen und Käsekuchen war auch lecker, muss ich sagen. Aber auch die Mitarbeiter hinten, also da, wo man es alles selber zubereitet, waren viel cooler und netter als vorne. Mitarbeiter habe ich irgendwie gar nicht beachtet, muss ich sagen. Die einen haben sich so gestritten, das hat mir verleidet. Wow. Also Service, muss ich sagen, fand ich eigentlich ganz gut, oder? Die kamen wirklich regelmäßig. Ja. Nur Getränke wollen die ein bisschen flachsen, aber so. Ja, weil Farida hat Ipanema bestellt und Ipanema kommt ja mal mit richtig viel Eis. Und das ist eigentlich voll die Verarsche. Aber das war literally Eis. Ja, das war wirklich nur Eis. Ja. Und das Ding ist, so wenn du das Eis rausnimmst, ist da wirklich nur so wenig Getränk drin. Ja, ja. Und dann Farida hat ihr Getränk schon in der Hand gehabt, das, was sie schon ausgetrunken hat. Und dann meinte sie so zu dem Kellner, so, ja, ich hätte gerne noch eine Ipanema, aber ohne Eis. Er schon so, ja, aber das geht nicht, da ne? Ich jetzt nicht mehr Getränk dazu, ne? Ja, es wird aber nicht mehr sein, so nach Motto, es wird nicht mehr Getränk sein. Sie so, ja, ist in Ordnung. Und hält so ihr Glas, was sie noch hat, mit dem Eis so an ihrem Mund so. Und dann kommt das an, ist es einfach voll gewesen. Voll. Und sie konnte ihr Eis benutzen. Also eigentlich muss man immer ohne Eis bestellen. Am Ende des Tages. Dann nochmal Eis separat. Und dann Eis separat, genau. Also, wir sagen, also 7, du sagst 3. Also ich bleibe immer noch bei meiner 3, um ehrlich zu sein, weil ich bin auch jetzt, ich habe ein bisschen Magenkrämpfe. Wir sind übertriebens voll. Also obwohl wirklich man nicht mehr so viel gegessen ja, hat. Ja, man kann nicht so viel gegessen. Das ist voll stopfend. Achso, Kroketten so habe ich gegessen ein bisschen. Die Quesadillas, da gab es Quesadillas. Oder das, nee, habe ich Quesadillas gegessen? Tacos habe ich gegessen. Tacos. Die Tacos waren lecker. Also lecker ist übertrieben, glaube ich. Aber so, die waren gut. Da war das Brot voll hart auch wieder. Das war alles so alt. Die Tacos haben nach Schwein geschmeckt. Ja! Ja. Nee, das waren die Quesadillas, fand ich. Die Quesadillas aber haben nach die Tacos haben ein bisschen Schwein, nach Schwein. So schweinig so hat das geschmeckt. Ja. Und das fand ich so ein also bisschen. Also an alle unsere muslimischen Freunde, das ist kein Ort für euch. Ja, das stimmt. Das ist wirklich kein Ort für euch. Ich esse halt generell auch nicht so viel Schweinefleisch, muss ich sagen. Also und wir waren auch die einzigen Ausländer da. Das ja, das ist krass. Stimmt. Wow. Ja, das stimmt. Das war wirklich krass. Wir waren einfach die einzigen Ausländer. Stimmt, ja. Da waren wirklich nur Deutsche. Ja. Also ist ja nicht schlimm so, ne? Ja. Aber das ist krass, dass man mal einen Ort sieht, wo keine Ausländer sind. Vor allem, wenn es amerikanisch ist. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, also ich bleib immer noch bei meiner 3. Ja. Ja, irgendwie tendiere ich schon jetzt zu der 6, 5. Gehen wir mal weiter. Ja. Guck mal, Parkplatzsituation, ja? Ja. Oh. Ja. Ja. Parken war auch sehr schwierig. Ja. Also obwohl das so eine große Location ist. Ja. Das ist so eine Industrial-Gegend. Aber ich glaube, die waren ein bisschen dumm, sag ich euch ehrlich. Echt? Weil dann, da, wo deine Eltern geparkt haben, da war ein P. Wow. Okay. Ja, wir wollten halt direkt, ne? Und Getränk, mein Kieber kam ohne Eis. Ja. Getränk, ich hatte eine Cola und dann habe ich Wasser getrunken, war okay, war jetzt nichts. Ja. Ich bleib bei meiner 3. Genau, das war jetzt unsere Erfahrung. Wir gehen jetzt zu Manatja. Genau, zu ihrem Laden. Also wenn ihr mal Lust habt auf 50 cm Baguettes. Chicken Spezial. Aber ich esse gerne Sujuk Mais. Na? Oder Spinat, Feta. Feta. Genau, so. Bye.